Alex, ich bin gerade unten in der Padua, ich hole da jemand ab. Magst nicht mal runterkommen, dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich so, nee, Mann. Okay. Ich habe nicht mal gefrühstückt, ich muss kotzen. Auf keinen Fall. Und dann habe ich mir gedacht, hey, du kommst nicht so einfach in eine Pathologie, das geht ja nicht. Du kannst nicht mal sagen, spannend, ding, ich bin der Alex, oder? Geh mal klotzen. Das macht ja keiner. Ne? Also, deswegen habe ich gedacht, na ja, schaust dir halt mal an. Mhm. Habe mir Handschuhe drüber gezogen und nochmal Handschuhe drüber gezogen. Dann habe ich tatsächlich die Verstorbene einmal berührt. Und das war's dann. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du nicht davon träumst, dann schaust du es nochmal an. Hm. Ihr merkt, ich habe nicht davon geträumt. Aha, offensichtlich. Ich habe es nochmal angeschaut. Und habe dann sehr schnell gemerkt, ich habe auch viel mit Angehörigen zu tun und das wusste ich, das kann ich. Okay. Ja. Was liebst du denn an deinem Job als Bestatter? Ich liebe an meinem Job sehr, dass ich Menschen in Ausnahmezustände, die sind ganz echt. Die sind ganz, ich komme in die Situation rein, wenn man zu Hause abholt, da ist, es ist, wie es ist. Und die Menschen, egal welche Position, egal was sie in ihrem Leben gemeistert haben, egal welchen Titel die tragen, egal wie viel Kohle sie haben, schlussendlich liegt ein verstorbener Mensch da und sie sind völligst überfordert. Und diese Echtheit und dieses Begegnen da drin und zu wissen, in der Situation, ich kann dir jetzt tatsächlich einfach helfen, das liebe ich schon daran. Auch weil ich weiß, ich kann es und andere können es nicht. Das soll nicht überheblich sein. Mhm. Ich weiß, andere können so viele andere Dinge, die so gut sind, die ich alle nicht kann. Aber das kann halt ich. Aber wie wird man das denn jetzt? Also du warst Mechaniker und hast gesagt, okay, gut, jetzt werde ich halt Bestatter. Geht man da auf eine Schule oder wie macht man das denn? Ja, wie wird man das denn dann? Damals war das, also der Bestatter gibt es jetzt als Ausbildungsberuf. Ja. Das kann man praktisch richtig lernen, aber zu der Zeit, als ich da angefangen habe, das war vor 10, 11 Jahren, war das der Ausbildungsberuf schon da, aber das war noch nicht so modern. Das war typischerweise ein Quereinstieg. Mhm. Also auch die ganzen alten Bestattungsunternehmen sind eigentlich übernommen worden von Generationen hinweg. Das hat früher der Schreiner gemacht im Dorf und der hat die Särge gebaut und die Leute abgeholt und so weiter. Und du warst dann bei diesem Bestatter und bist dann mitgelaufen, hast es dann gelernt? Oder genau. Und wie war es, die erste Leiche dann selber so, also zu waschen völlig und distanziert. Sowas? Okay. Völlig distanziert. Das war für mich völlig fremd. Ich wusste in mir, jetzt machst du was, was man nicht macht. Es ist irgendwie fast was Verbotenes. Ja. Es ist auch, ich kam mir da selbst unheimlich nahe. War oft an der Überforderungsgrenze. Mhm. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich einmal einen Verstorbenen gewaschen, der war obduziert. Das heißt, man zieht diese Nähte da irgendwie und ich stand in diesem Raum da drin. Es war auch nicht unser Raum bei uns im Unternehmen, sondern woanders. Und ich stand da drin und ich hatte Schweißausbrüche und ich hatte richtig gemerkt, wie dieser Gedankentunnel sich zuzieht. Und ich da stand und die Kollegin gefragt, was macht man jetzt? Was muss man jetzt machen? Was macht man jetzt? Und sie hat mich angeschaut. Ich weiß auch nicht, ich bin auch überfordert. Und das Wort überfordert war es. Wusste ich, scheiße, ich bin nur überfordert. Alles klar. Easy. Okay. In der Zwischenzeit, ich habe keine Ahnung, 3.000 Verstorbene gewaschen und angezogen. Du hast wahrscheinlich schon alles gesehen, oder? Ich meine, manchmal kostet das sicherlich wahnsinnig Überwindung. Ich weiß nicht, wenn die sich selber umgebracht haben oder keine Ahnung. Ja. Okay. Also man. Gerüche ist immer noch. Gerüche kann ich bis heute nicht. Aha. Gerüche ist für mich unheimlich anstrengend. Aber nur weil jemand gestorben ist, heißt ja nicht gleich, dass der riecht. Ja? Mhm. Aber da gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Ja. Du sagst, das Besondere ist auch, das mit den Angehörigen zusammen zu sein. Wie läuft das denn ab? Du kommst zu denen zum ersten Mal ins Haus. Redest du mit denen nur über technische Sachen oder wird es auch persönlich? Wie ist so eine erste Begegnung? Also ich habe viel auch mit Menschen, Trauerbegleiter und sowas zu tun und ich empfehle ihnen eigentlich alle mal ein Praktikum bei einem Bestatter zu machen, weil man da so eine Waage in sich trägt. Ich habe immer die Möglichkeit, auch ganz technisch voranzugehen. Mhm. Ich habe immer die Möglichkeit, auch einfach zu sagen, so folgendermaßen geht es jetzt weiter. Das heißt, ich komme in das Haus, schaue mir die Vorfindlichkeiten an, also so wie es jetzt da halt eben ist, unterhalte mich mit denen, spreche mit denen. Und dann erkläre ich Ihnen, was wir jetzt als nächstes tun. Mhm. Aber meine Begegnung ist eigentlich fast immer auf der psychosozialen Ebene. Immer dieses Begegnen von, hey, es ist jetzt gerade jemand gestorben und jetzt bin ich für dich da.
Ich muss dazu sagen, wir holen in der Zwischenzeit mehr Menschen in Einrichtungen ab, also Krankenhaus, Palliativ, Pflegeeinrichtungen, als zu Hause. Mhm. Anfänglich waren es viel mehr zu Hause, aber der Tod hat sich entprivatisiert, er hat sich eher institutionalisiert. Mhm. Von dem her ist die Begegnung eher bei uns im Betrieb, wenn die zu uns kommen oder wenn ich zu denen nach Hause gehe und das Gespräch eben führe. Das Thema Tod war dann auch schon sehr existenziell nah. Du hattest Schilddrüsenkrebs. Mhm. Hast du da Angst gehabt zu sterben? War das ein Gedanke? Mhm. Ja, definitiv. Da warst du auch schon Bestatter? Da war ich schon Bestatter, ja. Mhm. Das war, ich muss dazu sagen, ich würde heute genauso wieder Angst davor bekommen. Mhm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als das diagnostiziert wurde, überhaupt nicht, was für ein guter Krebs das eigentlich ist. Also von den Krebsarten an sich ist es ein relativ einfach behandelbarer, ganz grundsätzlich. Aber ich hatte dann, gerade als ich es einigermaßen verarbeitet hatte, einen Sterbefall. Die Familie war schwerst in Trauer, ganz schwer. Und ich hatte dann nur ganz kurz zum Schluss, ich hatte den Fall nicht bearbeitet, sondern ganz zum Schluss musste ich eine Zeitungsanzeige noch aufnehmen und habe gefragt, woran ist denn Ihr Sohn gestorben? An Schilddrüsenkrebs. Oh. Und ich sitze in dem Gespräch drin und merke richtig, jetzt gehen mir alle Kräfte weg. Also ja, ich hatte Todesängste. Ich habe dann mit dem Arzt gesprochen, habe gefragt, der muss ich jetzt heimgehen und meiner Frau, meinen Kindern sagen, der Papa wird morgen nicht mehr leben. Hm. Ja, das kann man so auch nicht sagen. Okay. Also es ist schon noch mal was ganz anderes, ob du dich als Profi mit anderen beschäftigst oder plötzlich mit deinem eigenen Tod. Definitiv. Mhm. Ich würde sagen, ja, es, also da eine klare Abgrenzung zu sagen, bringt es mir was, mich damit auseinanderzusetzen? Ja, das schon. Mhm. Was bringt es mir? Ich weiß es nicht genau. Mhm. Also, das ist meine scharfe, meine schärfste Trennung da drin. Ja? Okay. Also, ja. Wie ist das denn bei dir? Glaubst du, dass es nach dem Tod noch was gibt? Wenn ja, was? Hast du da, kannst du das sagen? Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Also, es gibt grundsätzlich mal so drei Vorstellungsrichtungen. Die eine ist, nach dem Tod geht es irgendwie wie in so eine Art Kreislauf weiter. Mhm. Die Blume wächst ran, sie blüht, sie verblüht, sie geht in die Erde über sie und so weiter. Es ist wie fast, als wenn diese Energie in dieser Welt, da geht nichts verloren. Es geht das eine ins andere über. Das drückt sich im anderen eben aus. Ne? Man könnte jetzt schon fast sagen, von der Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Irgendwie gehört doch das alles zusammen. Mhm. Das ist Kreislaufdenken. Das andere Denken ist, nach dem Tod kommt nichts. Mhm. Keine Anforderungen, keine Herausforderungen, keine Krankheit, kein Leid, keine Tränen, kein Geschrei, keine Be- und Verurteilung. Es ist ein unendlich langer Frieden. Mhm. Das könnte man sich auch vorstellen. Mhm. Und die dritte Vorstellung, die ich so kenne, wenn wir sterben, dann geht unser Innerstes, unser Wesen, das verlässt diese Welt, wie wir sie kennen. Es geht in einen Bereich, der unbeschreibbar wird. Es geht in etwas rein, was wir nicht erfassen können, was wir nicht die Potenz der Schönheit dieser Welt ist, sondern was ganz, ganz anderes. Es ist irgendwie eine riesengroße Überraschung. Es ist etwas, was wir, ja, da kann es einen hinziehen. Mhm. Und ich für mich wünsche mir, dass ich da hinkomme. Mhm. Aber ich sag auch immer wieder, wenn man mich fragt, glaubst du an ein Leben nach dem Tod, sag ich manchmal. Ja. Ich kenne auch dieses Gefühl und was ist, wenn nicht. Also ich kann mit agnostischen Menschen auch gut mitfühlen. Mhm. Das kann ich gut. Ja. Aber ich wünsche mir, vom Herzen her, würde ich mir wünschen, mit einer Überzeugtheit zu sagen, ist doch klar, ist doch klar, ich weiß, wo ich hingehe. Ja? Ja. Und ich, also ich will das jedem lassen. Ja? Jeder, das hat, behalt es, solange du kannst. Mhm. Ich habe da zu viele Sachen erlebt, wo ich gemerkt habe, zum Beispiel dein Gebet, was du sagst für deine Kinder, das finde ich total schön. Bete es weiter. Ich habe gemerkt, dieses Gebet kann ich mit meinen Kindern nicht mehr sprechen. Ich würde es gern, aber ich kann es nicht mehr. Einfach aufgrund von den Erlebnissen, Erfahrungen, da ist mir etwas geraubt worden. Mhm. Ich finde da Gott eher in anderen Bereichen wieder. Wo findest du Gott in anderen Bereichen eher wieder? Ich kann ihn zumindest ansprechen. Mhm. Ich habe einen Ort, wo ich meine Frust und Wut loswerden kann. Ich habe jemanden, der Klage aushält. Mhm. Ich habe auch jemanden, den ich ins Gesicht
schreien kann und ihn verleugnen kann, ihn demontieren darf und er trotzdem sagt, ich bin da. Mhm. Das ist eine Qualität. Ich finde ihn wieder im Tod und im Sterben. Mhm. Das Christentum ist die einzige Religion, die den Tod im Zentrum hat. Mhm. Thema Tod und Sterben, ist das was, was euch beiden unangenehm ist, was ihr eher wegschiebt, wo ihr Angst habt, oder ist das nicht so? Elena? Ich finde es krass herausfordernd, also so wie du auch darüber redest, ich habe dir echt an Lippen gehangen, das war echt cool. Ich glaube, das Thema Sterben finde ich schlimmer als den Tod, so, ne? Weil man da einfach null weiß, was auf einen zukommt und wie das mal sein wird und so. Das weiß ich bei dem anderen auch nicht, aber da versuche ich mich schon kindlich naiv an dem festzuhalten, was die Bibel sagt. Und ich erinnere mich an viele Predigten auch darüber, wo ich immer dachte, oh, hoffentlich ist das noch weit weg. Und ich erinnere mich an eine, wo einer davon gesprochen hat, wo ich dachte, ey, kann's bitte jetzt sofort losgehen? Der hat so begeistert davon geredet und nicht nur von irgendwelchen goldenen Straßen und in der Entfernung und irgendwie, wo du denkst, so, das finde ich nicht schön, sondern von dieser Nähe und Intensität Gottes, in der alles eintaucht und wo Licht nicht mehr nötig ist, weil Gott selber strahlt und all diese Dinge, wo man denkt, so, alles klar, ich hab null Ahnung, wie das sein kann. Aber wenn es so ist, dann will ich dabei sein. So, ne? Und die Momente sind allerdings spärlicher gesät als die, wo ich denke, ach, wenn ich noch 40, 50 Jahre weiterleben darf, finde ich das auch ganz cool. Ich liebe das Leben. Absolut. Marco, wie ist das bei dir? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das ist ja manchmal auch die Frage. Ne? Wenn man sagt, gibt es ein Leben nach dem Tod, ist ja manchmal auch die Frage, gibt es überhaupt ein Leben vor dem Tod? So. Ja. Ich weiß nicht, also ich würd nicht sagen, ich schiebe das bewusst weg oder ich verdränge das, aber ich beschäftige mich jetzt auch nicht super oft damit und wenn, dann halt auch irgendwie so fast eher so auf einer philosophischen Art und Weise. Ich fand das tatsächlich sehr poetisch, diese drei Sachen, die du aufgezählt hast, dachte ich, solltest du aufschreiben, das ist sehr, sehr gut. Das neue Buch. Und auch dieses manchmal, da habe ich auch gedacht, da bin ich sofort dabei. Also so geht es mir auch. Es gibt einen Musiker, einen Songwriter, den ich sehr mag, Nick Cave, den zitiere ich auch mit diesem Satz in diesem Buch, wo er irgendwie sagt, so von meinem, so als intellektueller Mensch, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, ist es Quatsch, dann sterben wir und dann ist vorbei. So als Künstler und als Mystiker hoffe ich aber natürlich sehr, dass das nicht stimmt. Ne? Mhm. Irgendwie und das, da kann ich mich sehr, glaube ich, einsortieren. Dass ich so denke, ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, das ist Quatsch und es kommt einfach nichts und schlimm fände ich das, glaube ich, auch nicht irgendwie. Aber tröstlicher und schöner ist natürlich die Vorstellung von dem anderen. Und das ist halt irgendwie die Hoffnung, die dann trotzdem mitschwingt irgendwie. Alexander, du bist viel mit dem Tod konfrontiert. Was hast du fürs Leben daraus für dich ganz persönlich gelernt? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, es hat lang gebraucht, bis ich überhaupt irgendwas gelernt habe. Und irgendwann mal ist mir klar geworden, wie viel Schicksalsschläge, ich erlebe die ja wirklich hautnah mit. Mhm. Ich gehe aus einer Wohnung raus und trage eine 46-jährige Mama raus, deren Tochter 13 wird am nächsten Tag. Ja. Was sagst du diesem Kind, diesem Teenager? Also ich habe so viele Antworten, ich habe so viele Menschen betreut, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel Wissen darüber. Und dann stehst du da und überlegst dir, was sagst du diesem Kind? Wie viele Schicksalsschläge muss ich noch erleben, um zu checken, ich muss einen Unterschied in meinem Leben machen? Und es gibt zwei Sätze, eigentlich ein Satz in zwei Richtungen, den höre ich am allerhäufigsten. Wir hätten noch so gern so viel gemacht, aber wir haben es irgendwie verpasst. Oder ich bin dankbar für alles, was wir gemacht haben. Wie viel muss ich noch erleben, um das zu ändern? Also das Kostbarste, was wir haben, ist meiner Ansicht nach tatsächlich die Zeit. Ich würde fast sagen, durch den Tod bekommt das Leben die Würde. Und wenn ich jetzt überlege, dass die Zeit das Kostbarste ist, nur weil der Tod da ist, ist es ja begrenzt. Hätten wir die Begrenzung nicht, könnten wir leben, wie wir wollen. Können wir alles ausprobieren. Aber haben wir eben nicht.
Also ist die Frage, in wen oder was investiere ich eigentlich meine Zeit? Und ich glaube, das ist meine persönliche Haltung dazu, Beziehungen ist das Sinnvollste. Ich kann es ja auch in Erfolg und in Arbeit und was weiß ich, was alles ist auch gut, super, macht es, wenn das jemand auf dem Ziel hat, super. Aber ich für mich persönlich glaube, es ist mir wichtig, dass meine Nächsten wissen, meine Frau, meine Kinder wissen, ich liebe euch wirklich. Ich will Zeit mit euch verbringen. Dass meine Freunde, meine und so weiter eben, ich liebe auch das Leben, ich liebe auch das Genießen. Ich finde es, ich feiere das Kaffee trinken, ich finde es total cool, wenn man so ein Hobby irgendwie hat und sagt, hey, ja, meine Fresse, so ein Kaffeeautomat wird schneller gehen. Das, aber, das gönne ich mir. Ja. Und das finde ich total wichtig, also dass man diesen Fokus da drauf legt. Ja. Und es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, hey, ich habe da so einen Typ kennengelernt, den habe ich da gesehen und der hat es voll drauf in die Richtung von, wir machen jetzt gar nichts mehr fest, wir genießen einfach nur noch. Nein, man muss auch klug handeln, ganz sicher. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, den Fokus drauf zu legen, zu sagen, hey, ich lebe Beziehung. Beziehung ist echt wertvoll.